Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei einem neuen Video der Bagger2Go GmbH. Heute stellen wir euch unseren Bestseller vor, den Kata CT10 Mini-Bagger mit einem Eigengewicht von 920 Kilo und einem Betriebsgewicht von 1000 Kilogramm. Kostenpunkt liegt bei 6.999 Euro netto neu, ja, zuzüglich Mehrwertsteuer für alle gewerblichen Kunden, auch sehr interessant. Der CT10 ist genau von Kette zu Kette 84 cm breit und mit dem Überrollschutz 88 cm. Natürlich lässt sich das Ganze ganz schnell abnehmen, ja, und man passt durch jede Türe durch. Am linken Pedal steuern wir unseren Knickarm an. Auf der rechten Seite haben wir wieder dasselbe Pedal, mit dem man dann die Hydraulik ansteuert, rechts und links Lauf, auf und zu. Sprich, gerade mit dem Erdbohrer oder ähnlichem kann man den dann nach rechts oder links drehen lassen. Abbruchhammer kann man ansteuern oder dann den hydraulischen Daumen mit auf und zu. Wir haben hier oben auf den Arm V2A Edelstahlleitungen. Der Arm ist robotergespeist. Bei mir eine sehr, sehr hohe Verarbeitung. Hier sieht man noch die Hammerleitung bzw. den Hydraulikanschluss für den Linkslauf. Und auf der rechten Seite haben wir nochmal dasselbe für den rechten Lauf. Wir haben hier komplette deutsche Beklebung. Alle Informationen sind auf Deutsch. Hier gehen wir jetzt etwas noch auf die Verarbeitung ein. V2A, Edelstahlleitung auf dem Oberarm. Der Arm ist hier robotergeschweißt. Ja. Preis-Leistungstechnisch wirklich unschlagbar. Natürlich muss man die Kirche im Dorf lassen. Man kann jetzt einen Bagger, der 7.000 Euro neu kostet, nicht mit einem, der 100.000 Euro kostet, vergleichen, ganz klar. Ne? Hier haben wir nochmal die Hydraulikkühlung gesehen, die man dann manuell per Knopfdruck dazuschalten tut. Hier sehen wir dann den Einzylinder Diesel-Coupe-Motor, ein wirklich sehr bewährter Motor, auch preis-leistungstechnisch wirklich unschlagbar. Einzigster Nachteil hier, es ist halt wirklich lauter als ein Dreizylinder, ganz klar. Ne? Aber der Motor an sich sehr, sehr robust, keine Ausfälle und auch sehr, sehr leicht zu warten. Hier auf der rechten Seite der Stabhochrauscher mit dem roten Tankdeckel, das wäre dann die Zuleitung für den Hydrauliktank. Auf der linken Seite haben wir dann den Dieseltank und wir haben hier, wie gesagt, den Batterietrennschalter, sprich einfach rausnehmen und gut ist. Hier nochmal den Aufbau, unten nochmal mit dem orangenen Deckel war das dann Motoröl, ja, wo man ablesen konnte. Und hier sieht man dann den Zustand vom Hydrauliköl, scheint alles aufgefüllt zu sein, wie man sehen konnte. Schauen wir nochmal aufs Cockpit. Ganz normal über jedem Bagger auch in dem Preissegment. Hydraulikkühlung kann man dazu schalten, LED-Scheinwerfer. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst uns einen Daumen hoch da. Wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt uns das in die Kommentare. Abonniert uns und hoffentlich bis bald.